Nix Porsche oder Ferrari, das hier war ein Auto, um das ich als Teenager im Autohaus rumgeschlichen bin, der BMW 5er Touring der Baureihe E61. Jetzt ist er als Gebrauchter günstig geworden, doch noch genauso begehrenswert wie früher. Wie zuverlässig der 5er Touring ist, das erfahrt ihr jetzt hier bei 4 Räder. Viel Spaß! Gefühlt gestern stand dieses Modell noch in der BMW Neuwagenausstellung und nächstes Jahr werden die ersten Modelle des 5er E60 bzw. dessen Touring E61 schon Youngtimer. Natürlich reicht die Historie der oberen Mittelklasse der Münchner deutlich weiter. Den ersten 5er gab es 1972. Die fünfte Generation wurde im Juli 2003 als Nachfolger des zeitlosen E39 vorgestellt. Das Design entstand unter Leitung von Chris Bangle, der zuvor schon mit dem gewagten Design des damaligen 7ers aufgefallen war. Auch der 5er zeigte sich radikal anders und sorgte für Diskussionen an so manchem BMW-Stammtisch, war aber deutlich milder gezeichnet als der 7er. Vorne fallen die weit in die Seite gezogenen Scheinwerfer auf. Xenonlicht war optional zu haben. Unser Modell hat das Tagfahrlicht in den Corona-Leuchtringen. Typisch für das 2007 erschienene Lifecycle Impulse Modell, kurz LCI, BMW Speech für Facelift. Sehr beliebt sind Modelle mit dem M-Sportpaket, wie mein Testwagen als Edition Sport. Diese erkennt ihr vor allem an den dynamischeren Schwellern und Schürzen. Seitlich betrachtet wirkt der 4,84 Meter lange 5er Touring schnörkellos und schlicht. Gern gewähltes Extra ist die Shadowline hochglänzend, die Chromleisten schwarz glänzend daherkommen lässt. Nicht fehlen darf der Hofmeisterknick, der charakteristische Abschluss der Seitenscheiben. Aerodynamischere Außenspiegel gab es im September 2009. Nett anzusehen, die 18 Zoll M Doppelspeichenfelgen 135M. Serie waren 17 Zoll Alu. Die Lackierung Carbon-Schwarz Metallic unseres 2010er Modells ist auch nach 150.000 Kilometern noch ohne größere Mängel. Am Heck finden sich zweiteilige Rückleuchten in LED-Technik, ganz neu beim LCI. Insgesamt wirkt der bis 2010 gebaute E61 optisch noch fast frisch. Bemerkenswert, dass dieses Design damals mal als gewagt durchging. Bei den neuesten Designideen von BMW kaum zu glauben. Triebwerk statt Motörchen. Irgendwie ist mir das in den Sinn gekommen, als ich die große Motorhaube hier gerade geöffnet habe und hier den Blick auf diesen schönen Motor vom 5er Touring hatte. Wir kommen aber erstmal zur kompletten Auswahl. Die war nämlich sehr groß beim BMW 5er E60 oder auch E61, dem Touring. Wir haben da zum Beispiel Reihen 4-Zylinder-Benziner, Reihen 6-Zylinder-Benziner, einen V8-Benziner und auch einen V10-Benziner, das dann im BMW M5. Die Leistungsspanne reicht von 170 bis zu 507 PS. Bei den Dieseln war die Spanne nicht ganz so groß. Da haben wir dann Reihen 4-Zylinder oder Reihen 6-Zylinder und die haben wir dann zwischen 150 und 286 PS. Je nach Motorenvariante war ein 6-Gang-Handschaltgetriebe serienmäßig dabei oder auch optional oder serienmäßig eine 6-Stufen-Steptronic, also ein Automatikgetriebe. Darüber hinaus gab es dann zum Beispiel beim BMW M5 noch eine SMG, das war quasi eine automatisiertes Schaltgetriebe. Und auch je nach Variante hat der BMW 5er Touring natürlich Hinterradantrieb oder auch den Allradantrieb xDrive. Unser Triebwerk, wie ich es eben schon bezeichnet habe, hört auf den klangvollen Namen M57D30OLTÜ. Was heißt das? Das ist auf jeden Fall der 530D, den wir hier dabei haben. In der finalen Ausbaustufe, kurz vor Ablösung des Modells, das ist ein 3 Liter Turbodiesel, der hat 235 PS und maximal 500 Newtonmeter bäriges Drehmoment. Ich freue mich aufs Fahren. Wir haben dann bei unserem Auto eine 6-Stufen Steptronic dabei. Serienmäßig wäre aber das 6-Gang-Schaltgetriebe gewesen. Wir haben Hinterradantrieb, optional wäre auch der Allradantrieb xDrive für diesen Motor verfügbar gewesen. Mit dem Hinterradantrieb und der Automatik geht es in 7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bei 243 km/h ist Schluss.
BMW hat damals laut dem Prüfzyklus NEFZ einen Verbrauch von 6,6 Liter auf 100 Kilometer angegeben. Spritmonitor.de, das ist ein unabhängiger Vergleich von BMW 5er Fahrern, die genau diesen Motor haben, die sagen, so im Mittel verbraucht der Motor 8 Liter auf 100 Kilometer. Ich habe ja davon schon gesprochen, dass ich als Jugendlicher im Autohaus immer um dieses Auto hier rumgeschlichen bin. Leider konnte ich da nie mit dem Auto fahren und das darf ich jetzt endlich nach so vielen Jahren. Und es ist weiterhin eine Wonne. Ein BMW, klar, Freude am Fahren, das ist nicht nur ein Slogan, das ist irgendwie so ein, ja, so ein Lebensgefühl fast so ein bisschen. Weil das überbringt das Auto hier selbst nach mehr als 10 Jahren und über 150.000 Kilometern immer noch. Der macht wirklich Spaß, der Wagen damit. Wir haben ja hier einen Diesel, den M57, in seiner besten oder neuesten Ausbaustufe mit 235 PS. Wir haben dann maximal 500 Newtonmeter und die merkt man dann auch wirklich. Das macht damit wirklich Spaß, das Auto, weil er wirklich einfach sehr kräftig zieht. Gerade wenn man jetzt hier mal ein bisschen rauf beschleunigen möchte auf eine Bundesstraße oder eine Landstraße wie hier, dann macht der Wagen wirklich richtig viel Dampf und richtig viel Spaß. Das merkt man wirklich. Wir haben hier die 6 Stufen Steptronic dabei. Das ist ein Automatikgetriebe von ZF. Das macht eine sehr gute Arbeit. Ist schnell. Es gibt auch noch ein Sportgetriebe, aber schon das hier ist schnell. Und ist trotzdem groß ruckfrei im Schalten. Wir haben trotzdem aber eine normale Automatik. Also das ist noch keine Doppelkupplung hier oder so. Wir haben eine ganz normale Wandlerautomatik theoretisch. Ne? Aber die macht ihre Sache damit sehr, sehr gut. Bei dem ganzen Freuen über das Auto darf man aber natürlich nicht vergessen, es ist ein Diesel und der Diesel ist durchaus hörbar. Ich finde das nicht schlimm, gerade im Stand, ne, rumort er doch schon ein bisschen vor sich hin. Wir haben auch noch keinen Start-Stopp hier drin, zumindest habe ich das nicht bemerkend gesehen. Deswegen, ja, rumort er natürlich ein bisschen im Stand, aber das macht er auf jeden Fall wieder wett durch das dynamische Fahren. Wir beschleunigen hier auf die Bundesstraße einmal rauf. Ne? Das macht auch sehr gut. Ich trete jetzt nicht voll rein natürlich. Ne? Ich fahre ja auch leider nur kurz mit dem Auto. Deswegen ist er vielleicht noch nicht ganz warm. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht. So macht das Surfen auf der Drehmomentwelle hier einfach richtig viel Spaß. Beim entspannten Fahren hier über die Landstraße. Ne? Dazu ist er einfach auch gedacht. Auch mal eine schöne Kurvenetappe. Ne? Dafür ist er auch auf jeden Fall gedacht. Wir haben den Hinterradantrieb hier. Das macht sich sehr, sehr gut. Wir haben vor natürlich keine Antriebseinflüsse in der Lenkung. Und damit fährt er sich einfach wirklich sehr sportlich, aber ist auch trotzdem auch gut für die Langstrecke, weil er einfach auch ja, doch sehr bequem ist und nicht aufdringlich sportlich ist. Wir kommen natürlich noch kurz zum Verbrauch. Ich habe euch eben schon gesagt, ich halte mich da gerne an die Werte von spritmonitor.de. Ist übrigens keine Werbung, ich kriege dafür nichts, aber ist einfach ein sehr cooler Vergleich. Schön, dass es sowas gibt, dass man eben da die verschiedenen Werte mal vergleichen kann, die dann eben Fahrer eines solchen Fahrzeugs in ihrem Alltag fahren. Und dadurch kann man sich natürlich einen Durchschnitt bilden. Manch einer fährt ein bisschen sportlicher, der andere fährt ein bisschen ökonomischer. Und dementsprechend haben wir hier dann einen Mittelverbrauch ungefähr von 8 Liter. Und das ist für den großen Diesel, 3 Liter Diesel mit 235 PS, 6 Zylinder natürlich auch, sehr, sehr gut. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, kein Licht ohne Schatten, und diese Frage ist begründet. Wir gucken uns jetzt mal die Probleme an, die so ein BMW 5er E61 haben kann. Die Sechszylinder-Benziner fallen auf mit der Doppelvanus-Einheit. Das ist die verstellbare Nockenwelle, eine sehr interessante Sache. Damit lassen sich die Ventilsteuerzeiten sehr, sehr fein einstellen und immer nach Lastzustand auch steuern. Das soll den Verbrauch eines Teils verringern und auch natürlich das Drehmoment einmal steigern, die Kraft des Fahrzeuges. Leider haben wir damit aber gerne mal Probleme mit dieser Einheit. Und das fällt dann auf, wenn euer Wagen eben keine Kraft mehr hat zum Beispiel, ne, dann kann die Doppelvanus-Einheit ein Problem haben. Dann sind das entweder die Sensoren dieser Einheit oder das Magnetventil. Eine weitere Problematik kann die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Diese muss entlüftet werden, weil sich da Öldämpfe sammeln und die sollen natürlich nicht in die Öffentlichkeit gelangen, in die Natur, sondern wieder zurück in den Motor. Deswegen gibt es diese Kurbelgehäuseentlüftung. Die macht aber leider gerne mal Probleme bei verschiedenen Modellen bis Baujahr 2007 bei den Benzinern und dementsprechend solltet ihr darauf achten. Eine Leads kann nämlich die Ventildeckerdichtung sein. Wenn die schon ölfeucht ist, dann sollte man lieber mal nach der Kurbelgehäuseentlüftung schauen. Verschiedene Motoren haben die Valvetronic. Dazu gehören die mittleren Baujahre der V6 und auch der V8. Die kann leider auch Probleme haben, diese Valvetronic. Die ist nochmal im Ansaugtrakt und steuert das nochmal besonders, dass ihr eben auch mehr Kraft, aber gleichzeitig weniger Verbrauch habt. Leider hat diese Einheit eine Welle, die kann einlaufen und damit habt ihr dann eben diese Einheit nicht mehr und eben auch keine Kraft mehr.
Da müsst ihr darauf achten, auf unrunden Motorlauf eventuell oder eben auch, wie gesagt, keine Kraft im Antritt mehr. Nach dem Facelift, also dem LCI, wie man es bei BMW richtig nennt, gibt es Direkteinspritzer Benzinmotoren. Zum Beispiel den kleinen 520i als Vierzylinder oder auch die Sechszylinder. Die haben dann auch eine Direkteinspritzung und die fallen gerne mit zwei Sachen auf, mit den Injektoren oder der Hochdruckpumpe. Die Sechszylinder ab dem Facelift, also dem LCI, können auch durchaus als Direkteinspritzer Probleme mit dem Stickoxidkatalysator haben oder dem NOx-Sensor. Zudem sind da auch die Zündspulen ein bisschen anfällig. Bei dem großen V8, dem N62, das ist sicherlich auch ein famoser Motor, sehr gut zu fahren. Da ist aber leider ein Kühlmittelschlauch sehr, sehr ungünstig verlegt und leider wird er auch gerne mal undicht. Und um den zu ersetzen, muss man den halben Motor zerlegen. Das hat eine sehr teure Reparatur zur Folge. Und schlussendlich können auch die Steuerketten ein Problem sein. Jetzt schlagen wir die Brücke zum Diesel, denn das kann nämlich beim 520i, beim kleinen Vierzylinder oder auch beim 520d der Fall sein. Die Brücke zum Diesel ist geschlagen. Wir haben beim Diesel natürlich einen Turbolader dabei und der kann für Probleme sorgen. Witzigerweise beim kleinen 520D oder beim großen 535D. Der 535D hat nämlich einen Twin-Turbo. Der hat eine Registeraufladung, also erstmal eine kleine und dann noch eine große für verschiedene Drehzahlbereiche. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Ziehen diese Modelle noch richtig gut. Tretet mal ein bisschen rein, wenn der Wagen warm gefahren ist auf der Probefahrt und schaut mal, wie viel Kraft denn da noch ankommt und ob das noch vernünftig läuft. Wenn ihr euch mit dieser Modellgeneration von BMW befasst, werdet ihr bei den Dieseln früher oder später auf das Wort Drallklappen kommen. Was sind denn Drallklappen? Die gibt es beim 25D und beim 30D. Das ist auch eine Sache im Ansaugtrakt, die quasi die Strömungsgeschwindigkeit vergrößern soll und damit eben auch eine bessere Verbrennung ermöglichen soll. Das hat leider Probleme, gerade bis Baujahr 2004, da waren diese Drallklappen aus Metall umgesetzt. Man denkt, ja gut, schön, Metall ist ja sicherlich haltbar. Leider fallen die aber ab und fallen dann in den Brennraum und haben dann schon Motorschäden verursacht. Also damit aufpassen. Nach 2004 waren die dann aus Kunststoff, trotzdem sorgen die hier und da manchmal für Probleme in der Ansaugbrücke und können dann auch gegen Blindstopfen ersetzt werden. Aber Achtung, theoretisch ist euer Fahrzeug dann damit nicht mehr zulässig, wenn ihr statt der Drallklappen eben diese Blindstopfen einsetzt. Bei eben genau dieser Ansaugbrücke, wo die Drallklappen dran sind, kann es auch zu Ölverlust kommen, theoretisch. Oder es schwitzt halt an den Wellen, wo diese Drallklappen befestigt sind. Das auch mal prüfen in der Ansaugbrücke, wenn euer Auto einen Ölverlust hat. Wenn es erst unten bei der Bodenwanne ankommt, quasi bei dem Steinschlagschutz, dann kann das auch die Ansaugbrücke sein. Bis zum Baujahr März 2004 waren die Krümmer aus Edelstahl. Hier sind hier und da Risse bekannt. Zum Schluss noch zu ein paar typischen Dieselschwachstellen, die auch der E61 haben kann. Zum Beispiel die Injektoren. Das AGR-Ventil kann sich zusetzen, zum Beispiel, ne? Verkoken, weil eben da verschiedene Abgase nochmal zurückgeleitet werden sollen. Ne? Das kann Verkokungen hervorrufen. Und auch zu wenig Leistung dann zum Beispiel oder auch eine Warnlampe im Fahrzeug. Und schlussendlich ein typisches Dieselproblem sind auch noch die Glühkerzen und bei dem Modell auch eher explizit das Glühkerzensteuergerät. Das sitzt hier auf der linken Seite und kann ganz auch mal gerne Fehler haben. Zum Glück lassen sich oder sollen sich bei dem Modell die Glühkerzen aber einfacher wechseln lassen und nicht so oft abreißen wie bei anderen Dieselmodellen. Puh, das war eine Menge. Ich will euch aber keine Angst machen vor diesem Modell. Das kann vorkommen, das muss aber nicht vorkommen. Wir kommen zum Servicebedarf des Fahrzeuges. Wir haben bei allen Motoren bei dem Auto Steuerketten, die sind per se wartungsfrei und machen, wie gesagt, eben zum Glück nur bei zwei Motoren Probleme. Beim Service hat BMW bei dem Modell immer schon den Long-Life-Service mit drin gehabt. Also wir haben einen Intervall von 2 Jahren und je nach Motor oder Baujahr dann 25.000 Kilometer oder 30.000 Kilometer. Natürlich steht es euch frei, diesen Long-Life-Service auch früher zu machen, wenn ihr meint, das ist für euer Auto besser. Die Freude am Fahren beginnt mit dem Einstieg. Standard waren die Seriensitze mit teilelektrischer bzw. je nach Motorisierung vollelektrischer Verstellung. Wählbar waren optional Sport- oder Komfortsitze. Diese sind bei uns verbaut und zeigen das maximal Mögliche. Vollelektrisch mit Memory, Lordosenstützen, separat einstellbaren Komfortkopfstützen und variabler Lehnenbreite. Letzteres gab es auch aktiv, dann je nach Fahrsituation automatisch. Darüber hinaus war auch eine aktive Sitzbelüftung bestellbar. Umfangreich und am Beispiel der Komfortsitze sehr wirkungsvoll. Unser Leder Dakota war eine der wählbaren Optionen und zeigt sich auch nach 12 Jahren noch sehr wertig.
Optional zu haben waren später Isofix für vorne rechts und die Abschaltbarkeit des Beifahrer-Airbags. Die Gurte sind nicht höhenverstellbar, die Übersicht dafür trotz der Fahrzeuggröße gut. Damit auch das Schließen der Türen komfortabel ist, die Soft Close genannte Servoschließung gab es als Option, die bei uns aber nicht gewählt wurde. Nach dem eher klassischen BMW E39, der bis heute ja zeitlos ist, war der E60 bzw. E61 ja eine komplette Neuheit und ja, durchaus anders, auch hier im Innenraum. Ne? Wir haben hier diese beiden Hutzen drüber, über das Navi-Display, was ja immer serienmäßig war, mindestens war es ein Radiodisplay. Und entweder baut es eins ein bisschen ein oder es gibt einem Geborgenheit. Man kann es ja negativ oder auch positiv ausdrücken. Wir starten aber erstmal mit den ganzen Funktionen, die entweder serienmäßig oder optional waren im 5er BMW zu dieser Zeit. Wir starten auf der linken Seite der Türblende. Wir haben hier oben einfach mal den Türzuziehgriff und dann nochmal den Türgriff oben. Vorne einen Lautsprecher. Dann hier in der Verlängerung der Armlehne befinden sich bei dem LCI-Modell die Fensterheber. Bei dem Vor-LCI-Modell sind die hier noch in so einem Tableau quasi hochkant angebracht. Wir haben 4 elektrische Fensterheber serienmäßig. Die hinteren lassen sich auch sperren. Davor haben wir dann die Spiegeleinstellung. Die ist serienmäßig elektrisch und auch die Spiegel sind heizbar elektrisch serienmäßig. Wir haben hier aber alles dabei, was geht. Wir haben zum Beispiel die elektrische Anklappbarkeit der Spiegel, die Memory-Funktion für die Spiegel in Verbindung mit den Sitzen und auch das automatische Abblenden der beiden Außenspiegel. Also sehr, sehr gut. Dann weiters war auch serienmäßig der Lichtsensor im BMW 5er zu dieser Zeit. Auch die Nebelscheinwerfer waren serienmäßig und wir haben den Lichtschalter hier ganz normal an der linken Seite. Ne? Wir haben hier einmal nach links gedreht quasi, dann haben wir nämlich den Lichtsensor einmal dabei. Vor uns haben wir ein typisches BMW-Lenkrad und das sage ich nicht, weil serienmäßig ein Lederlenkrad war. Optional gab es dann noch ein Sportlenkrad. Nein, ich sage es, weil wir hier das M-Lenkrad haben und diese BMW-Lenkräder sind immer so richtig dick und liegen da richtig gut in der Hand, finde ich. Das macht echt Spaß, damit zu fahren. Wie gesagt, ne, M-Lenkrad, wir haben hier die Edition Sport, deswegen haben wir das hier auch dabei. Eine Multifunktion war auch immer serienmäßig. Wir haben hier, wie gesagt, diese 3 Speichen, ne, unten einmal das M-Logo. Auf der linken Seite des Lenkrades steuern wir die Lautstärke, das Telefon und die Sprachsteuerung, falls verbaut. Auf der rechten Seite steuern wir noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel interessanterweise einmal Umluft müsste das hier sogar sein drauf. Dann haben wir nochmal die Quelle vom Audiosystem und dann hier auch nochmal das Hoch und Runter oder Sender skippen quasi im Audiosystem. Dahinter dem Lenkrad haben wir keine Schaltwippen, dafür haben wir aber 3 Hebel an der Zahl. Auf der linken Seite haben wir den Blinkerhebel, auch mit der Bordcomputerfunktion drauf. Auf der rechten Seite haben wir den Wischerhebel mit dem serienmäßigen Regensensor und auf der Seite links unten haben wir dann auch nochmal den Hebel für den serienmäßigen Tempomaten oder die Geschwindigkeitsregelanlage, wie sie richtig heißt. Die war serienmäßig in jedem 5er BMW zu dieser Zeit. Optional gab es aber auch noch die aktive Geschwindigkeitsregelanlage. Das kennt ihr heute unter dem Begriff ACC, also ein adaptiver Tempomat. Auch der war schon optional zu haben im 5er BMW. Gut, ich zeige euch als nächsten den Schlüssel. Der sieht nämlich wie folgt aus. Ich hoffe, ihr seht das jetzt vernünftig in der Kamera. Wir haben 3 Tasten. Wir haben einmal das Öffnen, wir haben das Verschließen über das BMW-Logo und einmal die Heckklappe. Hinten haben wir sonst nichts groß dran. Hier haben wir noch die Fernbedienung für die Standheizung mit dran. Wir haben mit diesem Auto nicht das optionale Keyless-Go-System, was es dann später gab. Der Komfortzugang, so ist es bei BMW natürlich. Da müssten wir theoretisch nur zum Fahrzeug gehen, am Türgriff ziehen und den Wagen damit dem Startknopf starten. Der kam auch erst nach dem Facelift. Vor dem Facelift oder vor dem LCI, wie es da richtig heißt bei BMW, hatten wir noch ein ganz normales Zündschloss an dieser Seite hier mit einem normalen Schlüsselbart. Den haben wir dann mit dem LCI nicht mehr. Dann sieht der Schlüssel so aus. Bei uns, weil wir keinen Komfortzugang haben, müssen wir das einmal hier reinstecken in die Lenksäule quasi. Dann startet schon mal der Strom hier und mit dem Tipp einmal auf den Startknopf habe ich dann hier auch mal die Zündung aktiviert. Vor mir habe ich dann noch weiterhin, zum Lenkrad auch noch eine Sache zu sagen, weil es mir gerade einfällt. Es gab optional auch eine Heizbarkeit des Lenkrades und sogar auch eine elektrische Verstellbarkeit, die haben wir auch dabei bei dem Auto. Das ist hier dann zwischen den Hebeln nochmal angebracht. Ne? Das kann man elektrisch verstellen, nochmal als Hinweis für euch. Ich mache mal die Lüftung kurz aus, damit ihr mich hier auch weiterhin vernünftig versteht.
Vor mir habe ich dann wunderbarerweise zwei analoge Rundinstrumente. Na, das ist ganz, ganz klassisch. Auf der linken Seite der Tacho mit bis 260 km/h. Auf der rechten Seite der Drehzahlmesser. Der geht bis 5500 Umdrehungen. Der rote Bereich beginnt bei 5000. Genau, ansonsten in den beiden Rundinstrumenten haben wir noch so kleine Instrumente drin. Auf der linken Seite haben wir den Tankinhalt drin, ne, mit dem unmissverständlichen Hinweis Diesel, und auf der rechten Seite haben wir dann nochmal die Momentanverbrauchsanzeige, bei BMW zu dieser Zeit immer mit einem Zeigerinstrument, auch sehr interessant. In der Mitte gibt es den Bordcomputer, der immer serienmäßig war. Wir haben hier aber sogar die erweiterten Umfänge des Bordcomputers. Das zeige ich euch jetzt einmal. Wir haben hier an dem linker Hebel eine Taste für BC. Den können wir aber durchschalten. Ne? Da haben wir den Verbrauch zum Beispiel und alle weiteren Informationen drin. Ne? Und oben haben wir dann nochmal die Check-Control oder eben hier einfach Umstellbarkeit, Datum, Uhrzeit, Außentemperatur. Ne? Das ist ziemlich simpel gemacht. Typisch für BMW zu dieser Zeit. Ne? Eben auch mit dieser orangenen Hintergrundbeleuchtung. Ne? Finde ich aber nicht verkehrt. Ist halt einfach sehr, sehr klassisch. Gut, wir gehen weiter zu dem Head-Up-Display, was wir hier leider nicht dabei haben, denn das gab es auch optional für den 5er dieser Generation. Das wäre hier oben angebracht und projiziert dann direkt auf die Frontscheibe. Ein sehr cooles Extra haben wir hier leider nicht dabei. Dann haben wir aber zudem dabei in diesem Auto hier einen Monitor hier immer, und das ist immer schon gewesen, weil das war eine Neuheit bei BMW zu dieser Zeit, iDrive. iDrive wurde eingeführt mit dem 7er BMW zu dieser Zeit. E65 müsste das sein. Da haben wir dann hier diesen Bedienknubbel quasi auf der Mittelkonsole. Das ist ein Drehdrücksteller sozusagen. Den können wir drehen und den können wir ja auch nach links und rechts drücken oder nach oben oder unten. Wir haben hier aber eine höhere Variante, aber eins nach dem anderen. Erstmal war serienmäßig in jedem 5er zu dieser Zeit ein Radio mit iDrive-Bedienung. Da haben wir dann das Radio Business dabei gehabt. Das war ein ganz normales FM-Radio. Wir hatten einen AUX-Anschluss schon für externe Geräte und wir hatten auch einen CD-Slot. Das war ganz normal dann zu der Zeit. Darüber hinaus gab es dann die Navigationssysteme Business zum Beispiel. Ne? Die hatten dann einen kleineren Monitor als den hier. Die hatten dann 6,5 Zoll. Das erkennt ihr an dem Format 4:3. Die ersten davon waren noch nur Pfeilnavigationssysteme. Da habt ihr noch keine Karte gehabt. Später gab es dann auch dafür eine Kartenansicht in dem kleineren Display. Darüber hinaus, was wir auch hier dabei haben, ist das Navigationssystem Professional. Bei BMW immer die Speerspitze der Infotainment-Einheit, sage ich mal. Der große Bildschirm damit 8,8 Zoll wie bei uns. Und eben auch dem Navigationssystem dabei mit allen Möglichkeiten, die wir eben hatten. Zu Beginn war das DVD gestützt. Wir haben also eine Navi-DVD gehabt. Bei unserem Modell hier haben wir aber schon eine Festplatte drin, wo die Navi-Daten drin sind. Ich glaube 80 GB ist die gesamt groß. 12 GB davon könnt ihr frei nutzen für eure Musik zum Beispiel, um diese hier auch abzulegen. Genau. Ich schalte es nur nebenbei noch kurz durch. Ich sage da nicht viel zu. Ich kann euch nur noch ein paar Generationen zu sagen. Naja, habt das auch gesehen. Ihr seht das jetzt auch eingeblendet, wie ich die Funktionen hier alle bediene von dem Gerät. Wir haben zudem dann auch noch verschiedene Möglichkeiten gehabt. Es gab nämlich zu Beginn dann die Infotainment-Einheit Champ, nannte sich das, in BMW Speech. Das war dann nämlich nur das Radio, was wir dabei hatten. Danach gab es Mask 1 oder Mask 2. Das waren dann die Pfeil-Navigationssysteme oder das kleine Business-Navigationssystem, und darüber hinaus das CCC, das war dann schon das große Navi, Professional, aber dann noch die ältere Generation, und das CIC, das kam danach, das war ab 2008 dabei, so in unserem Auto, da haben wir hier halt schon die volle Möglichkeit, auch schon mit Online-Diensten teilweise, und BMW war da eben auch schon sehr weit, und so kommt das halt dazu auch, dass das Ganze hier in diesem Auto jetzt nicht unbedingt altbacken aussieht, na klar, das hat man heute so nicht mehr. Aber ja, trotzdem war der BMW schon sehr weit, und das hilft ihnen eben auch heute auch schon. Ihr erkennt übrigens auch, welche Einheit ihr habt. Wenn ihr Sachen gebraucht war, guckt, ihr guckt schon auf die Bilder bei mobile.de. Sobald das Auto hier diesen neuen Controller hat, mit den mehrfachen Direktwahltasten für zum Beispiel Menü oben oder einmal die Navigation oder so oder auch CD zum Beispiel oben, da haben wir dann die neuere Einheit mit dem CCC, wie wir es hier auch dabei haben. Alles darunter hat dann die älteren Einheiten. Wenn
wenn wir nämlich, da haben wir nämlich nur einen großen Drehdrücksteller und darunter eine Taste für Menü. Das haben wir bei den älteren Systemen dann dabei. Ich finde es weiterhin gut. Ich freue mich immer darüber, das zu bedienen. Ist einfach eine coole Sache auch. Ne? Wir gucken direkt auf die Straße. Wir haben den Controller hier unten. Besser geht es einfach nicht. Gut, wir haben auch ganz viele Optionen natürlich gehabt damals schon. Zum Beispiel einen CD-Wechsler. Wir haben DAB auch schon gehabt als Option. Wir haben noch verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel ein Hi-Fi-System oder das Logic 7 Soundsystem von Harman Kardon, glaube ich auch. Das war die Speerspitze dessen dann. Wir haben einen TV-Empfang, über den ihr heute am nächsten mehr empfangt, weil wir haben dann nur DVB-T dabei gehabt. Oder auch zum Beispiel einen USB-Anschluss. Wenn wir aber das Ganze noch moderner haben wollen, weil es gibt ja heute noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Android Auto, Apple CarPlay, gibt es über den Retrofit-Bereich, so nennt sich das, wenn wir quasi hier eine neue Einheit einbauen, das Auto aber weiterhin genauso aussieht, wie es aussehen soll. Das ist ja das Ziel einer solchen Umbaus. Da können wir hier zum Beispiel den Monitor ersetzen, diese beiden Schrauben lösen, die Kabel anschließen und dann haben wir quasi hier auch einen Monitor, der weiterhin auch das BMW-Navigationssystem anzeigen kann, aber darüber hinaus dann zum Beispiel noch andere Sachen kann, wie eben Android Auto, Apple CarPlay, ne, das geht dann auch. Da müsst ihr mal bei eBay schauen zum Beispiel, das ist dann gar kein Problem, sowas eben nachzurüsten. Auch Bluetooth war übrigens immer optional zu haben, bei unserem Auto hier dann auch sogar dabei. Und auch eine Sprachsteuerung war eben auch optional, ne? Wir können ja mal kurz gucken. Ja, bei unserem Auto sogar dabei. Ich probiere es jetzt aber nicht weiter groß aus. Gut, darüber hinaus kommen wir dann hier zu den Tasten, die wir unter dem Display haben. Da ist einmal die Warmlenkanlage, ne, und das Verschließen und das Öffnen des Fahrzeuges. Ansonsten haben wir jetzt zwei Lüftungsdüsen dabei, die können wir ja auch manuell schließen und auch öffnen. Darunter geht es dann weiter mit der Klimaautomatik. Die war immer serienmäßig in jedem BMW 5er. Zu Beginn sah die aber anders aus. Es gab den 5er auch mit so einem normalen Drehrädchen. Das war aber immer eine Klimaautomatik. Darüber hinaus gab es dann aber die Klimaautomatik in erweitertem Umfang. Und das haben wir zum Beispiel hier dabei. Die hat dann zum Beispiel noch die Möglichkeit einer Standlüftung dabei, mehr Sensoren. Die hat eine automatische Umluftkontrolle zum Beispiel und auch kühlbare Ablagefächer. Also sehr, sehr tiefgreifend dann eben die Kühlung und der Klimakomfort, sage ich mal, im Fahrzeug. Auch die Standheizung war optional, ne? Wir haben sie hier auch dabei bei unserem Auto. Ihr erkennt übrigens auch eure Infotainment-Einheit, wenn wir eine Etage drunter gucken. Wir haben hier eines Teils die Direktwahltasten, die kamen auch später dazu. Und wir haben nur einen Slot für eine DVD dabei oder eine CD. Die größeren Professional-Systeme, die es davor gab, hatten dann zwei Slots. Davon war eine immer belegt für die Navi-DVD. Wir brauchen das nicht mehr, weil wir eben die Festplatte für das Navigationssystem haben. Und hier auf der linken Seite gibt es auch einen Drehregler für das Infotainment-System, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Wir kommen eine Etage tiefer, da haben wir hier eine schöne Blende, die sieht jetzt bei dem Facelift oder bei dem LCI auch ein bisschen anders aus. Auf der linken Seite schalten wir das DTC aus, das ist einmal die Stabilitätskontrolle von BMW, bei anderen Herstellern ESP genannt. Darunter gibt es dann die immer optionale oder bei Ledersitzen serienmäßige Sitzheizung, die ist dreistufig schön grün beleuchtet, das haben wir hier dabei. Auf der rechten Seite ist natürlich auch separat steuerbar und darüber haben wir dann einmal die Einparkhilfe für vorne und für hinten, die ebenfalls optional zu haben war. Unser Auto hat die dabei. Ich starte jetzt mal kurz den Motor, Fuß auf die Bremse und dann nochmal auf den Startknopf rauf. Dann startet hier der Diesel. Wir haben dann hier einmal auch, okay, die Aktivlenkungsrad deaktiviert, ne? Gut, wir schauen mal, wie das sich beim Fahren, ich fahre ja gleich noch ein bisschen, wie sich das dann findet. Wir haben nämlich hier einen Wählhebel dabei, der kam auch erst nach dem LCI dazu. Der war dann auch später im Nachfolgemodell noch der Fall. Wir haben ja verschiedene Getriebeoptionen. Wir haben hier die 6-Stufen Steptronic dabei. Da haben wir dann hier einen Unlock-Taster, um den Rückwärtsgang einzulegen. Gehen wir ganz nach vorne und da haben wir dann hier auf dem Infotainment-System auch die Einparkhilfe dabei, die, wie gesagt, unser Modell dabei hat. Eine Rückfahrkamera gab es leider nicht, zumindest laut meiner Info. Dann haben wir hier ansonsten auch den Neutralmodus, den wir einmal nach vorne kippen und ansonsten Unlock drücken und dann in die Fahrstufe D sind wir jetzt in der ganz normalen Fahrstufe. Wenn wir das nach links einmal kippen, haben wir auch den Sportmodus oder eben auch den manuellen Modus, wo wir dann hier mit dem Wählhebel schalten können. Gut, das Ganze ansonsten wieder in P, da haben wir hier oben die Taste und dann haben wir den Wagen wieder in den Parkmodus dabei und ich gehe noch einmal aus der PDC-Ansicht raus. Genau, da den Motor einmal wieder aus, ne?
So sieht das folgendermaßen aus. Und wir haben hier bei dem Auto eine ganz normale Handbremse noch dabei. Das war typisch bei BMW zu dieser Zeit. Ne? Das haben wir hier dann in dem Auto immer dabei. Und es gab auch weiterhin ein Ambiente-Lichtpaket. Serienmäßig war laut meines Wissens auch die Möglichkeit, dass wir hier eine Ambiente-Beleuchtung haben, die die Mittelkonsole so ein bisschen beleuchtet unten. Das war immer schon serienmäßig. Ansonsten weiterhin, wie gesagt, das Ambiente-Lichtpaket. Wir kommen zur Verarbeitungsqualität im 5er BMW und die ist natürlich auf jeden Fall gut, aber die war nicht immer gut. Die war nämlich ab dem LCI ein bisschen besser. Wir haben hier an der Türtafel aufgeschäumte Materialien oben zum Beispiel. Hier unten haben wir dann auch das Lederbezug drauf, auch zum Beispiel die Armauflage. Ne? Der Hartkunststoff beginnt dann erst hier unten, der aber auch so ein bisschen, ja zumindest ein bisschen strukturiert ist, was sich ganz gut anfühlt. Darüber haben wir dann hier auf dem Instrumententafel, auf der Instrumententafel haben wir dann hier auch weiche Materialien, was ich sehr schön finde, ne? Auch selbst jetzt noch nach der Zeit. Und hier unten gibt es dann diese Interieurleisten, ne? Bei uns in schwarz, ne? Schwarz glänzend. Die waren ansonsten auch zum Beispiel in Alu, in Silber oder in Holz oder zu haben. Da habt ihr die freie Auswahl gehabt, je nach Variante. Und hier unten gibt es dann eher die harte Variante, aber noch so ein bisschen mit, sagen wir mal, Softlack überzogen, was sich auch daher noch ganz gut anfühlt. Unten in der Mitte gibt es dann hier auch schon den schwarzen Lack, sage ich mal. Ja, zieht es ein bisschen Fingerabdrücke an, aber sieht hier wirklich noch sehr, sehr gut aus. Und auch das Lederlenkrad zum Beispiel. Ne? Eine typische Krankheit seht ihr aber hier zum Beispiel auf der linken Seite, der Softlack. Ne? Den haben zu der Zeit viele Hersteller verwendet und der ist hier so ein bisschen angegriffen, ne? Das seht ihr. Hilft vielleicht, diese Spange hier neu zu lackieren oder so, na, dann sieht das wieder schön aus. Das ist auch so ein bisschen die einzige Stelle, die ich in dem Auto gefunden habe. Wie gesagt, da waren vor LCI-Modelle so ein bisschen schwerer dran, sage ich mal. Gut, wir gucken uns die Ablagemöglichkeiten an. Hier in der Türtafel habe ich ein langes Fach drin, eine richtige Flasche kann ich da nicht so richtig reinpacken, leider. Hier oben gibt es dann auch ein Fach im Türzuziehgriff drin. Hier unten haben wir dann auch noch was für den Fahrer, ein kleines Handschuhfach, was ich immer sehr nett finde, was auch sehr weit nach hinten geht. Das ist mit Filz ausgekleidet. Sehr, sehr schön. Darüber hinaus gibt es dann hier oben nichts weiter. Das nächste Fach befindet sich dann hier. Ist eigentlich offiziell ein Aschenbecher, der in dem Auto aber nie so benutzt wurde, was ich gut finde. Und da, wie gesagt, könnte man es auch als Ablage benutzen. Darunter haben wir dann hier ein mit Gummi ausgekleidetes Fach. Ne? Da können wir auch noch was reinpacken zum Beispiel. In der Mitte geht es dann weiter. Die Mittelarmlehne war stets serienmäßig. Bei uns ist sie aber auch verschiebbar. Das war ein Extra. Ne? Die kann man noch so ein bisschen nach vorne verschieben. Ansonsten über diesen Taster hier öffnen. Dann haben wir hier die Öffnungsmöglichkeit. Wir haben hier die Telefonvorbereitung für ein, ja, wahrscheinlich älteres Nokia-Telefon. Um das hier wegzumachen, können wir aber das Ganze hier noch nach oben klicken. Und dann habe ich hier noch ein Ablagefach drin. Ne? Das ist auch recht praktisch, aber ein bisschen klein, finde ich. Gut. Und man hat nicht so richtig die Möglichkeit, ein Handy abzulegen. Das war halt in Autos der Generation noch nicht so, noch nicht so gedacht. Was aber gedacht ist, wir haben hier Getränkehalter, die sind optional. Die gibt es hier an der Instrumententafel für Fahrer und für den Beifahrer. Ne? Sehr, sehr praktische Sachen. Die kann man hier direkt ausfahren. Darunter gibt es dann hier ein Handschuhfach. Das öffnen wir jetzt direkt mal. Da haben wir hier ansonsten auch sogar einen USB-Anschluss bei unserem Auto sogar dabei. Ne? Und ansonsten nicht weiter viel. Ne? Das Ganze ist mit Filz ausgekleidet und wäre ansonsten auch beleuchtet. Ne? Und hier mit einem schönen Dämpfer, das ist wirklich sehr stabil gemacht. Auf der rechten Seite haben wir dann auch hier, weil ich es noch gerade gesehen habe, nochmal ein Netz dran im Fußbereich. Ne? Sehr praktisch auch. Auf der Seite, Türblende sieht genauso aus wie auf der linken Seite. Dann gibt es hier am Dachhimmel eines Teils den schwarzen Dachhimmel, der auch sehr schön wie Stoff fast gemacht ist, aus dem bei uns vorhandenen M-Paket. Und optional gab es auch immer ein Panoramadach, das seht ihr hier. Das ist auch recht groß. Da haben sogar die Hinterblinker noch was davon. Das finde ich sehr schön. Bedienen können wir das hier in der Mitte. Da haben wir einmal hier die Öffnungsmöglichkeit oder eben auch die Verdunklungsmöglichkeit. Dann haben wir hier auch die Beleuchtung. Ne? Die Zündung ist jetzt gerade schon ein bisschen länger aus. Ne? So seht ihr einmal das Licht hier. Na, ich mache mal die Tür auf. Da haben wir dann auch Leseleuchten für links und für die rechte Seite oder eben auch die komplette Einstiegsbeleuchtung, ne? Dabei. Gut, hier gibt es einen Innenspiegel, der ist bei uns automatisch abblendbar. Der war aber nicht serienmäßig, sondern optional so zu haben. Und übrigens auch die Sonnenblenden, ne, die sehen wie folgt aus. Die sind hier mit Textil bezogen. In den günstigeren Varianten waren das normale Kunststoffblenden. Hier haben wir einen kleinen Clip oder ein kleines Band drin zumindest. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, auch den Spiegel zu verschließen. Der ist auch beleuchtet mit einer Lampe da oben, genauso auf der Fahrerseite auch. Ne, und auch noch ganz dezent mit einer richtigen Lampe, keine LED.
Lasst uns zu den Preisen und zur Marktlage kommen beim BMW 5er Touring und bei natürlich bei der Limousine auch, also E60 und E61. Ihr 2004 kostete eine Basisvariante vom BMW E60, also von der Limousine, 35.500 Euro. Das war dann der 520i 6-Zylinder mit der Basisvariante 170 PS dann zum Beispiel und dem 6-Gang-Handschaltgetriebe. Jetzt im Jahr 2022 finden wir noch etwa 3.500 Exemplare in Deutschland, wenn wir jetzt mal in den typischen Börsen wie mobile.de oder auch Autoscout24 reinschauen. Da haben wir dann ungefähr 40% Kombis, also Tourings, und ca. 60% Diesel. Also der Diesel war da sehr beliebt bei dem Auto, verständlicherweise. Viele Erstbesitzer waren natürlich auch Dienstwagen. Die Preise starten dann bei so ungefähr 2000 Euro, dann habt ihr aber Diesel mit einer sehr hohen Laufleistung, oft auch die Euro 3 Varianten, also schon die vom Beginn der Baureihe. Das Facelift bei BMW LCI genannt bekommt ihr auch schon ab etwa 3500 Euro. Dann gibt es, ja gut, kann man sich jetzt fragen, vernünftige Exemplare, sage ich mal, mit einer einesteils schönen Ausstattung, aber auch einer nachvollziehbaren Historie und keinem Wartungsstau. So zwischen 6.000 und 8.000 Euro beginnen diese Modelle, je nach Ausstattung natürlich, sind da nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Die einzige Grenze, die ich nach oben gefunden habe, war ein BMW M5 dieser Generation, der für 70.000 Euro angeboten wurde. Die Basisausstattung, dazu zählt immer das iDrive-System mit einem Radio, immerhin eine Klimaautomatik, ein Licht- und Regensensor zum Beispiel und auch Alufelgen. Das war auch serienmäßig in jedem BMW 5er. Das Ganze war aber auch motorabhängig, teilweise war bei größeren Motoren zum Beispiel schon eine Lederausstattung serienmäßig dabei. Beliebt auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind natürlich verschiedene Ausstattungen, wie zum Beispiel Bixenon-Scheinwerfer, Ledersitze oder auch das große Navigationssystem Professional. Sehr selten sind natürlich auch verschiedene andere Extras, wie zum Beispiel das ACC-System, also die aktive Geschwindigkeitsregelanlage, Soft Close zum Beispiel für die Türen oder auch Night Vision, das war dann hier über das Display, das war dann der Nachtsichtassistent oder auch die Individualausstattungen, die im Innenraum besondere Materialien hatten oder auch außen andere Farben und andere Felgen. Vom BMW 520d und auch vom 525d gab es eine Edition Fleet. Das war eine Edition für Flottenkunden mit verringerter Leistung. Die gab es später dann aber auch als Special Edition für den Privatkäufer. Maximal könnt ihr bei dem Auto die Euro 5 Einstufung bekommen, das auch dann nur beim 520d. Viele andere Modelle haben Euro 4 und die ersten Modelle dann sogar Euro 3. Euro 3 bedeutet für euch die gelbe Plakette, damit kommt ihr in viele Umweltzonen nicht mehr rein. Mit Euro 5 hätte ich hier in Berlin zum Beispiel nur ein Problem mit ein paar Straßenzügen, wo ich nicht mehr reinfahren dürfte. Ansonsten wären die Probleme bei Euro 5 noch nicht so groß. Und zu guter Letzt gab es auch verschiedene Sondermodelle, die dann schon verschiedene Sachen drin hatten, wie zum Beispiel eine Edition Lifestyle oder auch eine Edition Sport, wie wir hier heute dabei haben. Damit schlagen wir die Brücke zu meinem Testwagen. Ich habe hier einen wunderschönen BMW 530d Touring dabei. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass mir das Auto gefällt. Ne? Aber ich bin neutral, auch gerade was die ganzen Sachen anbelangt, hier die Mängel und so weiter. Aber trotzdem, ne, ich mag den Wagen wirklich sehr. Das ist ein 530d Touring. Wir haben ja den Edition Sport dabei. Das heißt, wir haben M-Paket dabei. Wir haben Leder und wir haben zum Beispiel auch das Navigationssystem Professional. Zudem wurde der Wagen aufgewertet mit dem Panoramadach, dem großen, und auch einer Standheizung. Der Wagen ist von August 2010, also eines der letzten Modelle, könnte man sagen, von dieser Baureihe. Hat 151.000 Kilometer gelaufen, die man den Wagen nicht ansieht. Und der Wagen soll noch 16.980 Euro kosten. Das beim Autohaus Auto4U in Berlin-Lichtenrade. Dahin vielen Dank für die Bereitstellung des Testwagens. Den Link zum Auto, genauso wie zum Autohaus, wo ist der? Natürlich hier unten in der Videobeschreibung. In einem Fahrzeug der oberen Mittelklasse soll es sich auch hinten bequem reisen und das ist im BMW 530d Touring auf jeden Fall der Fall. Ich setze mich hier mal vernünftig hin, dann habe ich jetzt zu dem Beifahrersitz, der auf eine Körpergröße von 1,80 Meter eingestellt ist, so groß wäre ich nämlich, noch ungefähr 20 cm Platz. Das geht völlig in Ordnung und auch zur Seite hin geht das. Na, der Wagen ist jetzt sicherlich nicht der breiteste, trotzdem habe ich hier wirklich sehr, sehr viel Platz hinten und sitze hier durchaus bequem. Die Bank ist eher tief angebracht, aber ich sitze hier trotzdem gut und wenn ich so ein bisschen die Beine nach unten schiebe unter den Beifahrersitz, habe ich auch eine komplette Auflagefläche von den Oberschenkeln. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut.
So, dann kommen wir dann mal zu den kurzen, zu den Funktionen des Autos. Wir haben hier oben eine Beleuchtung erstmal hinten, ne, die wir ein- und ausschalten können als Leselampe. Dann haben wir hier einmal einen Angstgriff mit einem kleinen Kleiderhaken. Hier vorne können wir dann das Gepäcknetz nochmal einhängen. Hier haben wir so weiter nichts, nur die Scheibe, die hat einen elektrischen Fensterheber und auch optional gab es hier Sonnenrollos, die haben wir bei dem Auto nicht dabei. Dafür haben wir eine schöne Qualität, hinten auch aufgeschäumt und auch schön hinten diese Interieurleiste mit dem Schwarz. Das finde ich sehr schön gemacht. Die Türblende ansonsten auch mit Leder bezogen und einer weichen Armauflage. Hier unten gibt es dann noch ein Fach, ne, da können wir nicht viel groß reinpacken, also eine Flasche hätte leider auch keinen Platz. Dafür haben wir vorne aber dann noch einen Aschenbecher, falls wir den brauchen. Man kann vielleicht als Mülleimer benutzen. Dann gab es diese Lehnentaschen an den Rücklehnen der Vordersitze auch immer serienmäßig. Und darüber hinaus haben wir dann in der Mitte auch die Lüftungsdüsen serienmäßig, die sich hier auch verstellen lassen und auch öffnen lassen. Und ansonsten wäre auch noch eine Klimabedienung für hinten optional gewesen. Serienmäßig haben wir aber hier auch 12 Volt Dosen, sogar zwei an der Zahl. Da könnte man auch super einen USB-Adapter reinstecken zum Beispiel. Na, das wäre gar kein Problem. Ansonsten wäre auch optional, das bedingt aber die Lederausstattung, wäre optional für hinten eine Sitzheizung auch zu haben gewesen. Gut, ansonsten, na, die Gurtpeitschen sind hier starr, na, außer für den dritten Platz, das sitzt hier normalerweise so drin. Und wir haben dann auch so Isofix dabei, hinter solchen Klappen, die am Sitz verbleiben können. Das ist immer sehr, sehr gut mitgedacht, dann kann das nicht verloren gehen. Gut, in der Mitte gibt es dann hier eine Mittelarmlehne, na, die können wir hier einmal so nach vorne klappen, da kommt dann die ganze Kopfstütze mit nach vorne. Hier gibt es dann auch noch zwei Cupholder, wo wir hier noch Getränke reinstellen können, mit so kleinen Abstandshaltern quasi, das finde ich auch ganz praktisch. Das machen wir zu und dann haben wir hier auch noch ein ganz flaches Fach drin, na, da kann man noch was reinpacken, Notizblock zum Beispiel oder so. Ne? Gut, soweit, dann nichts weiter, der Mittelsitzgurt kommt von der Rücksitzbank, das finde ich auch sehr praktisch und hier hinten merke ich gerade auch das Panoramadach nutzt auch sehr viel für die hinteren Passagiere. Ich setze mich noch mal kurz in die Mitte. Oh, der Kardantunnel ist natürlich sehr breit. Wir haben hier ein Auto mit Hinterradantrieb. Da sitze ich schon, ja, ein bisschen unkomfortabel, sage ich mal, im Fußraum. Trotzdem geht es da noch. Ne? Ich würde aber auf jeden Fall im BMW 5er Touring auch lieber zu viert reisen. Dann ist es aber auch wirklich sehr bequem. Typisch für BMW Tourings ist mittlerweile die separat öffnende Heckscheibe. Das ermöglicht euch dann, dass ihr zum Beispiel Kleinigkeiten hier einfach rausgreifen könnt, ne? Ohne dass ihr die große Heckklappe öffnen müsst. Das finde ich sehr praktisch, ist wirklich eine BMW-Eigenheit, das hat kein anderer Hersteller mittlerweile so gemacht. Und schön ist auch, dass das Rollo da automatisch auch nach hinten fährt. Wir haben bei unserem Auto aber sogar die elektrische Heckklappe dabei, also die automatisch öffnende Heckklappe, so heißt es richtig. Die war optional zu haben. Serienmäßig war aber sogar auch schon Soft-Close für die Heckklappe, dass ihr die Heckklappe nicht zuschmeißen müsst, sondern dass die letzten Millimeter noch rangezogen werden. Wir haben ein Kofferraumvolumen beim BMW 530d Touring von 500 bis 1615 Litern. Das waren im Mindestvolumen dann sogar 20 Liter weniger als bei der Limousine. Recht kurios. Wir haben dann bei dem Auto aber auch noch die Möglichkeit, eine Anhängezugverrichtung entweder nachzurüsten oder vielleicht hat ihr euer Auto auch schon serienmäßig dabei gehabt dann oder vom Werk aus dabei gehabt zumindest. Die könnt ihr bei unserem 530d Touring dann ganze 2 Tonnen ziehen. Auf geht's in den Kofferraum von BMW 530d Touring E61. So sieht das hier aus. Sieht mir irgendwie fast größer aus als 500 Liter, ne? Aber der Kofferraum ist vielleicht recht flach und daher täuscht das. Ich zeige euch mal ein paar Funktionen. Sehr interessant finde ich, wie gesagt, dass das Rollo hier auch gleich nach oben schwenkt. Ne? Das finde ich sehr praktisch zum Beladen einfach. Übrigens war auch serienmäßig dieses Gepäcknetz dabei, ne, was wir einhängen können. Das können wir auch nochmal vorne einhängen, wenn wir durchladen. Auch sehr praktisch. Da seht ihr meinen Schatten. Aber das soll euch mal nicht irritieren, denn wir haben hier nochmal ein Fach drin. Und das Schöne ist bei dem Fach, das öffnet mit so diesen beiden Gasdruckdämpfern. Also sehr, sehr schön. Und hier haben wir auch nochmal so eine Einteilung drin. Ne? Da können wir noch verschiedene Sachen ablegen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Und darunter, wenn wir das hoch machen, haben wir dann bei dem Auto sogar noch ein richtiges Reserverad dabei und das Bordwerkzeug. Gut, das Ganze machen wir wieder einmal runter. Wir haben dann noch verschiedene Fächer. Hier auf der linken Seite, ne, da ist nur ein paar Kabel und ein bisschen Ablagemöglichkeit. Auf der rechten Seite könnte man auch gut hier die Verbandtasche reinpacken, die da gerade auf der Seite liegt. Ansonsten serienmäßig war auch 12 Volt. Das haben wir hier einmal dabei. Ne? Da haben wir hier einmal eine Klappe. Da haben wir einmal 12 Volt runter. Optional wäre auch noch ein Ablagepaket zu haben gewesen. Das ist dann so ein Schienensystem, wo wir auch verschiedene Teile haben zum Abgrenzen des Kofferraums. Wir haben verschiedene Verzurrösen dort zum Beispiel und an den hinteren Ecken auch. Ne, die verstecken sich da.
Und wir haben ansonsten auch eine Rückbank, die wir umklappen können natürlich. Auf der linken Seite haben wir 60%, auf der rechten Seite sind das 40%. Lasst uns zu den Schwachstellen des BMW E61 kommen, die nicht die Antriebe betreffen. Da haben wir zum Beispiel hier, wenn es beim Vorderwagen poltert oder knackt oder wenn ihr in der Lenkung zu viel Spiel habt, da sind entweder die Querlenker nicht mehr so ganz frisch oder die Spurstangen. Das kann da vorkommen. Wir haben da ein Vorderwagen komplett aus Aluminium zum Beispiel, das soll sehr viel Gewicht sparen, ist aber vielleicht hier und da mal ein bisschen anfällig. Zudem gibt es beim BMW 5er ein System, das nennt sich Dynamic Drive, das war optional. Das war eine aktive Wankstabilisierung, die quasi Wankneigung in Kurven ausgleichen soll. Sehr cooles System, leider sind da die Hydraulikleitungen öfter undicht. Und darauf müsst ihr achten, wenn das System eine Störung anzeigt, dann müsste der Wagen vermutlich mal in die Werkstatt. Wenn das Heck eures BMW E61 Touring tiefer liegt als die Front, ist das eine negative Keilform und nicht unbedingt so schön, weil dann kann was vermutlich die Niveauregulierung hinten einen weg haben. Die kann aber auch durch Geräusche auffallen, die ist serienmäßig in jedem 5er Touring. Eine elektrische Heckklappe wie bei unserem Modell ist sehr komfortabel, kann aber leider auch Probleme haben. Die hat hier auf der linken Seite einen stärkeren Dämpfer, den seht ihr, der sieht auf der rechten Seite ein bisschen schmaler aus, auf der linken ist der stärker und die hat leider auch gerne mal hier und da Probleme. Manche behelfen sich damit einfach, die tauschen dann den linken Dämpfer aus und bauen da einen ganz normalen ein. Damit würden sie dann quasi die Heckklappe stilllegen, also nicht die ganze Heckklappe, sondern die automatische Öffnungsfunktion. Eine weitere Schwachstelle, auf die ihr auf jeden Fall treffen werdet beim BMW E61, sind diese Kabeldurchführungen hier hinten. Haben eine Stelle, wo die Kabel gerne brechen. Leider sind hier keine richtig guten Litzer eingebaut, die damit dann eben brechen. Da müsst ihr aufpassen, dass viele verschiedene Funktionen noch funktionieren bei eurem Auto. Eines ist natürlich auch die elektrische Heckklappe, aber zum Beispiel auch die innere Beleuchtung hier und zum Beispiel auch diese Öffnungsmöglichkeit für das Heckfenster, das sollte auch funktionieren. Da sind nämlich auch Kabel hier drin. Das könnt ihr damit ganz einfach prüfen, weil dann sollten nämlich diese Leitungen in Ordnung sein, wenn das geht. Und wir haben dann auch zudem beim Touring allerdings nur Rostprobleme. Ist selten beim E61, aber im Touring kommt das vor. Eventuell hier mal den Scheibenrahmen mal so ein bisschen überprüfen. Ne? Der ist hier leider auch sehr verkleidet, aber den auf jeden Fall überprüfen. Da ist die einzige Stelle, die beim E61 so ziemlich bekannt ist mit Rost. Alles andere an Rost kann dann eher von Unfallschäden herrühren, vielleicht die nicht vernünftig repariert sind. Ich nehme euch nochmal live mit. Übrigens ist die Heckklappe hydraulisch, nicht elektrisch. Ne? Also wenn ihr da schon vielleicht am Kommentar schreiben wart, lasst es bleiben. Ich habe es gemerkt. Wir haben noch eine weitere Schwachstelle beim BMW 5er Touring E61. Und ich hoffe, ich kann euch die zeigen, weil ich habe das Reserverad ja drin. Ich hebe hier mal den Boden hoch. Nein, ich sehe es nicht. Das müsst ihr jetzt rausnehmen. Verzeiht mir, dass ich es nicht mache. Denn hier habe ich hinten drin verschiedene Kabel und Steuergeräte. Die sind in der Reserveradmulde drin. Leider kann es aber auch vorkommen, dass hier Undichtigkeiten entstehen und zum Beispiel durch die Öffnung der Rückleuchten, durch die Dichtungen da Wasser eintritt. Und wo sammelt sich das? Natürlich läuft Wasser nach unten und dummerweise sitzen diese Steuergeräte eben genau hier unten. Das finde ich so ein bisschen unpraktisch von BMW gelöst. Auch passieren kann, dass das Wasser hier eindringt und da seht ihr an diesen großen roten Pluskabeln, dahinter ist die Batterie. Das kann auch sehr unschön sein, wenn da Wasser reinläuft. Also da mal gucken, ob alles trocken ist. So ein Panoramadach wie bei unserem E61 ist ein super Extra. Ich bin auch Fan davon, muss ich sagen. Leider haben die aber öfter mal Probleme mit Wasser, also Wassereinbruch. Wir haben hier Abläufe, die quasi von dem Panoramadach bis hinter in die Heckschürze gehen und dahinter sollte das Wasser rauslaufen. Also versucht mal vielleicht den Wagen oben mit Wasser zu besprühen und dann sollte das Wasser hinten wieder rauskommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr sicherlich irgendwo eine Undichtigkeit beim Panoramadach. Für eine weitere Sache schwinge ich mit meinen Innenraum des BMW E61. Wir haben bei dem Auto ja hier und da, um es mal einfach auszudrücken, oder eigentlich überall Steuergeräte. Versucht auf jeden Fall alles einmal durch, wenn ihr euch so ein Auto anguckt. Fahrt die Sitze nach vorne hinten, nutzt alle Techniken, die der Wagen hat, Memory-Funktion zum Beispiel, Fensterheber, nutzt auch auf jeden Fall aktiv die Aktivlenkung, wenn das Auto diese hat, ob da ein Fehler auftaucht zum Beispiel. Das iDrive probiert jede Taste aus. Hier und da sind da wirklich Probleme in den Steuergeräten bekannt, deswegen alles durchprüfen. Der Wagen hat eine Menge davon.
Wir sitzen wieder im BMW 5er Touring. Endlich fahren wir wieder. Ihr fragt euch vielleicht, Mensch, wo ist dann das Fahren hier in diesem Test? Ja, es gibt natürlich auch viele andere Themen, aber wir beschäftigen uns auch mit dem Fahren. Auch natürlich mit dem Verschleiß, den ich an diesem Auto hier merke. Der Testwagen hat 151.000 Kilometer auf der Uhr und es ist ein Auto, dem ich den Verschleiß sehr wenig anmerke. Ich hatte schon andere Testwagen, die mit ähnlicher Laufleistung ganz anders waren und gerade hier auch kein Poltern. Hier ist gerade mal so eine Strecke, die so ein bisschen ungerade ist, ne, so ein bisschen Frostaufbrüche hat. Das ist ja wirklich extrem komfortabel und hat auch kein Poltern, kein Schlagen im Fahrwerk oder so. Das gefällt mir da wirklich sehr gut. Auch die Lenkung konnte ich schon ein bisschen testen. Er hatte ja eben vorhin kurz angezeigt, wo ich darauf hingewiesen hatte, die Störung in der aktiven Lenkung. Das war aber nur eine Warnmeldung, weil ich den Wagen sehr oft dann rangiert hatte an der Stelle. Da war dann kurz in dem Moment die Lenkung ein bisschen schwergängig und sobald ich auf die Straße gefahren bin, war das Problem auch weg. Also da hatte die Lenkung hier auch wirklich kein Problem. Der Wagen hat ja sehr viele Steuergeräte und die müssen halt alle gut miteinander kommunizieren und das merkt man halt da, ne, dass man sich halt, dass ein Steuergerät sich mit dem anderen erstmal abstimmen muss manchmal. Ne? Damals, muss man auch sagen, waren die Steuergeräte, Computer noch nicht so schnell wie heute. Auch mit dem Fahrwerk schafft der 5er Touring hier so ein bisschen den Spagat zwischen dem sportlichen Fahren am Wochenende und dem, ja, sage ich mal, Kilometerschrubben in der Woche, zu dem der Wagen ja auch durchaus gedacht ist. Wir haben hier entweder das Serienfahrwerk oder das Sportfahrwerk, beide sind statisch. Wir haben hier in dem Auto das Sportfahrwerk drin, weil wir die Edition Sport haben. Sicherlich ist das jetzt nicht so die weiche Wunde wie bei anderen Herstellern. Ich führe da mal einen Hersteller mit dem Stern an, aber trotzdem, ne, also komfortabel ist der Wagen auf jeden Fall. Lange Strecken sind damit gar kein Problem, aber eben auch das dynamische Fahren sind mit diesem Sportfahrwerk möglich. Darüber hinaus gab es noch das Dynamic Drive System. Das ist das System mit der aktiven Wankstabilisierung gewesen, sprich da gleicht da die Wankneigung des Fahrzeuges aus. Sehr, sehr interessant. Kann aber für Probleme sorgen. Auch die Lenkung macht ihre Sache noch sehr gut. Wir haben hier eine Aktivlenkung dabei, sprich hier hat andere Lenkwinkel auf der Landstraße oder auch auf der Autobahn oder auch in der Stadt. Das finde ich da sehr, sehr gut umgesetzt und finde ich hier schön. Auch schön bei dem Auto, die Lenkung steht annähernd gerade. Da hatte ich schon ganz andere Gebrauchtwagen, wo ich quasi so gefahren bin und ich fahre noch geradeaus. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Der Wendekreis ist auch okay beim 5er Touring, das geht in Ordnung, natürlich nicht sonderbar klein, der Wagen ist fast 4,90 Meter lang, 4,84 Meter sind es glaube ich genau, das ist natürlich ein bisschen raumgreifender. Was ich auch noch unbedingt sagen muss zum Komfort, wir haben hier zwar das Panoramadach, aber trotzdem ist der Geräuschkomfort wirklich sehr hoch und man sieht auch einfach hier an den schönen vollverkleideten Säulen und so, wir haben einfach ein sehr gut gemachtes Auto und er ist auch sehr gut gedämmt und damit in Langstrecken auch kein Problem. Wir kommen natürlich auch zur Sicherheit. Wir wollen, wenn wir lange Strecken fahren, natürlich auch sicher unterwegs sein mit so einem schönen 5er Touring. Der hat beim Euro NCAP damals, muss man natürlich sagen, 4 von 5 Sternen erreicht. Das war nicht ganz die Höchstwertung, aber fast. Es lag daran, dass der Fußgängerschutz nicht so berauschend war bei dem Auto. Wahrscheinlich hat ihm das so ein bisschen dann die Sterne verhagelt, sage ich mal. Wir haben ABS und DSC, serienmäßig DSC ist das ESP bei BMW und darüber hinaus haben wir 6 Airbags serienmäßig gehabt. Ab der LCI, also der Modellpflege, haben wir dann hinten auch noch Seitenairbags optional gehabt, also maximal 8 Airbags. Auch eine kleine Auswahl an Fahrassistenzsystemen gab es schon beim BMW E61. Da haben wir zum Beispiel die aktive Geschwindigkeitsregelanlage. Wir haben hier nur den Tempomaten dabei, den manuellen. Ansonsten gibt es aber auch eine aktive Sache, die dann quasi mit dem Radar den Abstand misst und den quasi auch zum Vordermann einhält. Eine Kleinigkeit, die ich noch nie gesagt habe im Test bisher, die Blinkerhebel stehen nicht fest. Ich muss die quasi einmal stark antippen, dann habe ich den kompletten Blinker. Wenn ich den nur einmal leicht antippe, dann habe ich den Spurwechselblinker. Das als Hinweis für euch, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal in so einem Auto sitzt. Ansonsten auch verschiedene andere Fahrassistenzsysteme, die teilweise auch später in das Modell reinkamen. Zum Beispiel zur Bauzeit dieses Fahrzeuges hier haben wir einen Spurhalteassistent, den es auch gab, den wir in dem Auto hier aber nicht dabei haben. Zudem gibt es dann auch noch das System Night Vision, was quasi dann ein Nachtsichtgerät hat, eine Nachtsichterkennung, die hier quasi in dem Display dann zu sehen ist, in der Mitte und dort dann quasi auch die Fußgänger zum Beispiel genau umrahmt und mich dann warnt, wenn ich im Dunkeln quasi über eine Landstraße fahre und da irgendwie Fußgänger sein sollten. Ja, ist vielleicht aber natürlich im Gebrauchtwagenmarkt sehr selten und sicherlich auch irgendwo eine Spielerei, die man jetzt nicht unbedingt braucht.
serienmäßig hatte der BMW 5er E61 immer Halogenscheinwerfer. Wir haben in unserem Auto zum Glück die Bixenon-Scheinwerfer dabei. Nach der Modellpflege auch mit den schönen Corona-Lichtringen und dem Tagfahrlicht in denen. Darüber hinaus gab es dann für die Xenon-Variante auch einen Fernlichtassistenten und ein Kurvenlicht als Option. Mein Jugendtraum, der BMW E61, hat nichts von seinem Zauber verloren. Besonderes Design, innovative Technik und einfach auch die Freude am Fahren schafft das Modell heute noch. Mit dieser Generation wurden viele Innovationen neu eingeführt. Leider können die hier und da auch für Probleme sorgen. Meine Empfehlung bei den Motoren geht eigentlich zu einem Vor-LCI Sechszylinder Benzinmotor oder einem Nach-LCI Diesel mit Sechszylindern, wie zum Beispiel dem 530D. Achtet auf jeden Fall bei eurer Probefahrt auf einen runden Motorlauf, einen guten Durchzug und testet alle Funktionen. Probleme können ins Geld gehen. Dafür entschädigt das Modell bei der Freude am Fahren. Was sagt ihr zum BMW 5er Touring E61? Vielleicht fahrt ihr ja sogar so ein Modell und ihr könnt von eurer Geschichte berichten. Hat euer Wagen Mängel gehabt? Ja oder nein? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Dahin auch gerne, wie ihr mein Video fandet. Das Feedback zum Video ist für mich besonders wichtig. Schreibt mir das gerne unten rein. Ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn ihr natürlich dieses Video mit einem Gefällt mir ausstattet, es mit euren Freunden und Bekannten teilt und natürlich weiterhin meinen Kanal kostenfrei abonniert. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit dem nächsten Auto hier bei 4 Räder. Bis dahin.